Bleiben Sie vor Ort. Ich komme zu Ihnen. Folgen Sie dem gelben Kabel. Okay. Ich kann das Sicherheitstor von hier aus nicht öffnen. Der Anschluss muss auf Ihrer Seite sein. Es könnte knifflig werden, nur damit Sie es wissen. Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Ich kann ihn ablenken. Sagen Sie wann. Verdächtiges Verhalten auf meiner Ebene. Ein Wachmann hat mich entdeckt. Wenn Sie sich normal verhalten, geht er hoffentlich weiter. Shepard, unter die Menge mischen. Ja, genau, ja. Sie haben freie Bahn. Hallo. Sie sehen hungrig aus. Im Restaurant gibt es laborgezüchteten Schwertfisch. Verdächtiges Verhalten auf Was? Ein Wachmann hat mich entdeckt. Wenn Sie sich normal verhalten, geht hoffentlich. Schon Glück mit dem Tor gehabt, Commander? Nein. Es ist soweit, wenn es soweit ist. Echt. Hetze mich nicht, liebe Dame. Diese Manschettenknöpfe. Wurde das Design von der späten Inusanon-Kunst inspiriert? Die Detailfreude ist bemerkenswert. Kann sein. Oh, die stand da einfach. Wie ist die da hingekommen? Khan, wir beide werden uns jetzt unterhalten. Das ist nicht mehr lebendig, würde ich sagen. Zum Teufel? Ich sehe schon, das wird ein einseitiges Gespräch. Commander, da ist ein Löschbefehl auf dem Terminal. Verdammt! Es ist alles weg. Ich weiß nicht, ob er das war oder der Killer oder mein Auslösen des Alarms. Bin ich schuld? Was suchen Sie da? Fehler. Dachte ich mir. Wer immer das war, er hatte es eilig. Die COM-Einheit ist nicht gelöscht. Oh, nehmen wir die COM-Einheit dann mit und scannen sie, oder? Eliza, kriechen Sie wieder raus? Falsch geraten. Sie. Letztes Mal sind Sie am Boden rumgezappelt wie ein Fisch. Ist das schon alles? Der letzte Typ, der mich einschüchtern wollte, war ein paar Kilometer größer als Sie. Tapfer. Zu erwarten. Ändert aber nichts. Sie haben nichts und können nur warten, bis der Hammer fällt. Warum? Was habe ich Ihnen getan? Ich werde Ihnen alles nehmen, was Sie haben. Alles, was Sie sind. Verdammt. Tut mir leid, Commander. Zu wenig Zeit, um den Anruf zurückzuverfolgen. Es geht weiter. Nehmen Sie die Laufwerke mit. Die gelöscht wurden? Glauben Sie, da finden wir noch was? Bei Edi ist alles möglich. Je schneller wir sie ihr bringen, desto früher können wir diese Bedrohung verfolgen. Ich glaube auch, ja. Okay. Danke, Shepard. War lustig, aber nicht für den Gastgeber. Es war kein Reinfall. Brooks, Sie und Edi finden raus, ob auf den Laufwerken was Brauchbares ist. Hoffen wir's. Ich sag Ihnen, was wir finden, Commander. Mit Gruppenmitgliedern reden. Tagebuch aktualisiert, zitternde Identitätsdiebstahl. 15.000 Credits. Okay, Allianzfinanzierung. Finde ich gut. Nun gut, wir sollen mit den Gruppenmitgliedern sprechen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Was haben wir denn? Also, das hatten wir schon gelesen. Wir haben mit James noch nicht gesprochen. Verdammt, Commander. Sie können nicht mal auf eine Party gehen, ohne dass jemand sein Leben verliert. Ja. Wieso gibt's hier eigentlich nichts Richtiges zu essen? Man sollte meinen, eine Bude wie diese wäre gut ausgestattet. Warum? Shepard. Shepard. Mit Shepard. Ich könnte was zu essen vertragen, während wir warten. Zu schade, dass sie den besten Sushi-Laden auf der Citadel zerlegt haben, was? Ich hab gar nichts gemacht. Wie läuft's, Commander? Warum sind die so zu mir? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ach, na gut, reden wir mit Edi oder mit... Also mit ihr können wir nicht reden, dann reden wir mit Edi. Ich bin froh, dass meine körperliche Anwesenheit für den Erfolg der Mission nicht notwendig war, Shepard. Erst mal sehen, was sie finden, bevor wir einen Sieg ausrufen. Hallo, Shepard. Okay, mit wem haben wir denn noch nicht geredet? Klingt, als hätte die Mission mit einem Problem geendet. Ich bin jedenfalls froh, dass unser Team unversehrt zurückgekehrt ist. Edi kriegt das schon hin. Edi kriegt das schon hin. Okay, das war's. Mit Joker haben wir gesprochen. Grüße, Commander. Das Casino veranstaltet in einigen Monaten wieder eine Gala. Soll ich mich um Tickets bemühen? Einmal hat gereicht. Ich glaube auch. Eine glamouröse Mission, aber nicht gerade unsere erfolgreichste. Wenigstens mussten wir nicht mit leeren Händen gehen. Commander? Commander? So, dann haben wir jetzt auch hier unten mit eingeredet. Wir haben doch... Gab's wieder Begegnungen auf Leben und Tod mit Aquarien? Nee? Schade. Ich höre Vegas Magen bis hierher knurren. Wie geht's? Wie geht's? Hey, wie geht's euch? Hey, wie geht's euch? So, wen haben wir hier stehen? So, das ist... nichts. Das wäre was gewesen, wenn hier jetzt einer drin gesessen hätte. Was ist los, Shepard? Wollten Sie kein Date mit mir? Was doch? Zu viel Kroganer für Sie. Dieses Problem haben viele Leute. Die meisten davon sind tot. Nett. Er räuspert sich aber nur noch. Okay. Commander, statt das Casino in einer Verkleidung zu infiltrieren, es wäre besser gewesen, alle Primitiven als Geiseln zu nehmen, mit dem Tode zu bedrohen und der Reihe nach zu erschießen, bis sie ihnen geben, was sie wollen. Ich werde nächstes Mal mit Freuden assistieren. Alter. Commander? Javik, was ist denn los mit dir? Ich will doch niemanden töten, also nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss. Aber hier ist... Jetzt habe ich doch mit einem geredet, oder? Jetzt habe ich doch mit einem geredet. Hm. Ich glaube, wir haben etwas, Commander. Mit Brooks reden. Commander, Edi und ich haben die Festplatten analysiert. Es gibt Ergebnisse, wenn sie soweit wären. Nur raus damit. Die Root-Struktur der Daten wurde gelöscht, aber die logische Intaktheit bleibt gegeben. Edi hat für sowas ein Wahnsinnstalent. Ich weiß, sie ist eine KI, aber trotzdem. Wir haben eine verschlüsselte Kommunikation gefunden, ein paar Tage alt. Sie ist in einer Minute geknackt. Eine ganze Minute? Das schafft Edi sicher in 5 Sekunden. Ich dachte, ich gebe Analystin Brooks die Chance, sich beim Entschlüsseln zu verbessern. Und jetzt kannst du nicht mehr glänzen. Muss sie auch nicht. Sie sind die Crew der Normandy. Sie sind Legenden für uns bei der Allianz. Gern geschehen. Was für Legenden? Legenden können gut oder böse sein. Was sind wir? Sie sind die Art, zu der man aufschaut, der man sein Leben verdankt. Und warum schießen dann immer alle auf uns? Sie wissen ja, je größer das Ziel, desto größer, das Ziel. Soll das heißen, ich habe zugenommen? Ja. Soll heißen? Dann war es nicht deutlich genug. Zu schwer für den Kroganer sozusagen. Und die Kameradschaft? Die Freundschaft? Ich glaube, das ist ihre Geheimwaffe. Man muss immer dran denken, was hat Sido mal gesagt gehabt? Ich bin keine Legende, weil Legende so nach Ende klingt, ne? Das bin hauptsächlich ich. Genau, ich bin hier die Geheimwaffe. Niemand anderes. Das gehört alles zum Job.
Moment. Job? Heißt das, sie werden alle dafür bezahlt? Los geht's. Wow, die Söldner, die hinter Ihnen hier waren, sie haben viele Waffen gekauft. Schwere Waffen. Ui. Max, wozu brauchen die so viel Feuerkraft? Sieht aus, als plane die Drohne einen Aufstand. Ich habe nur den Spectre-Zugangscode des Commanders in den Citadel-Archiven überwacht. Auf den Schirm. Eine Notabriegelung der Archive. Wer immer ihre Unterlagen hackt, ist genau in diesem Moment dort. Was wissen wir über den Ort? Der Rat bewahrt dort heikle historische Informationen auf. Ich bin nicht mal mit meiner alten C-Sicherheit-Freigabe reingekommen. Dann müssen wir uns Zutritt verschaffen. Los, wir... Was macht der Volus hier? Ah, Pizza-Service. Ich hatte echt Hunger. Doppelpepperoni? Die Archive sind riesig. Eine zeitaufwendige Suche. Leider können sie nicht die ganze Crew mitnehmen. Wer sagt das? Bei dieser Sache kommen alle mit. Klasse, aber wer bildet mit ihnen die Vorhut? Und wer bezahlt die Rechnung? Das ist ein Verein, ey. So, wen nehmen wir denn mit? Wir nehmen, wen hatten wir denn sonst mal? Garrus und Javik, glaube ich, hatten wir mal mit, ne? Javik, nicht Jarek. So, ich würde sagen, wir bleiben bei den Waffen. Was haben wir denn noch hier? Geschwindigkeit ist natürlich mega schlecht, ne? Die könnten wir aber gut aufmotzen. Mehr Schaden. Mehr Kapazität. Und schon ist sie gleich stark. Aber mit mehr Feuergeschwindigkeit. Das ist gut. Und hier bleiben wir beim Partikelgewehr. Würde ich sagen. Garrus, was bekommt der denn? Wir haben... Ne, der bleibt auch bei der. Und bei der Partikel... dem Partikelgewehr. Und wir nehmen aber jetzt auch... Das Ding haben wir schon. Sehr gut. Claymore. Dornenwerfer. Halt auch einfach den maximalen Schaden rausgeholt, ne? Maschinenpistole. Mantis Partikelgewehr. Okay, da bleiben wir dabei. So, ein Level-Up-Punkt, 7 Level-Up-Punkte, okay. Panzerbrechende Munition. Javik hat 6, Teen Schmettern, Antigravitationsgranate, dunkler Kanal. Schaden 50%, erhöht Schaden gegen Panzerung und Barrieren. Dann machen wir auf jeden Fall den Schaden hoch. Dann los. Was ist der beste Weg in die Archive? Die Anlage liegt unter dem Bezirk. Vielleicht ein Direktangriff wegen der Überraschung? Gefällt mir. Sie lernen langsam, wie es läuft. Wenn Sie lange genug bei uns sind, lernen Sie, wie es läuft. Stich schießt. Explodiert. Aber nicht zu lange, sonst schließen Sie doch Freundschaft mit den Asari. Das habe ich gehört. Die Archive sind irgendwo unter uns. Könnte schwierig werden, reinzukommen. Nicht wirklich. Eine Bombe dabei? Ja.
Krogana zuerst. Wir sehen uns, Prinzessin. Nicht schon wieder. Gleich im Kampf. Verteilen und in Deckung gehen. Brooks, sind Sie okay? Na, komm hoch. Das reicht! Waffen fallen lassen, sonst nimmt sie ein böses Ende. Die Stimme. Die Mist, Karl. Also gut. Ich weiß ja nicht, womit Sie hier durchkommen wollen. Sie können nirgendwo hin, sich nirgendwo verstecken, wo wir Sie nicht finden würden. Verstecken? Wieso denn? Ich bin Commander Shepard. Ich verstecke mich niemals. Ist dieser Zyklus immer so seltsam? Wer sind Sie? Sie waren nicht der einzige Shepard, den Cerberus ins Leben zurückgebracht hat. Und jetzt macht wenigstens einer von uns endlich etwas Vernünftiges daraus. Wo sind Sie hergekommen? Aus derselben DNA wie Sie. Ein Klon? Cerberus hat keine Kosten gescheut, um Sie wiederzubeleben. Und ich? Ich wurde erschaffen als Ersatzteillager, falls Sie mal einen neuen Arm, ein Herz oder eine Lunge brauchen. Nett. Wo waren Sie die ganze Zeit? Im Koma. Bis ich vor 6 Monaten erwachte. Während Sie auf der Erde in einer Gefängniszelle saßen, lernte ich, ein Mensch zu sein. Schon erstaunlich, wozu eine Person mit genügend neuralen Implantaten in der Lage ist. Wenn Sie wirklich ich sind, spielen wir im selben Team. Wir spielen nicht mal in derselben Liga. Hat der Unbekannte Sie geschickt? Nein. Er hat mich im Stich gelassen, als er hatte, was er wollte. Sie. Aber wozu uns dann töten? Weil ich seine Erinnerungen nicht habe. Ich würde meine angeblichen Freunde niemals täuschen. Diejenigen, die ihre Pflicht vergessen und sich dem Shepard-Kult angeschlossen haben. Wie Sie, Garrus Vakarian. Ein ausgebrannter Bulle, dessen beste Zeit vorbei ist. Und Sie sind nur eine blasse Imitation des Originals. Ich bin das perfektionierte Original. Ich bin Sie, aber ohne Abnutzungen, Shepard. Ohne Zweifel, ohne Misserfolge. Ich bin der einsame Wolf, der Sie immer sein sollten. Ohne emotionale Altlasten, die mich bremsen. Niemand wird jemals glauben, dass Sie der Commander sind. Oh doch, wenn ich so ein Schiff kommandiere. Hier spricht Shepard. Abriegelung der Normandy einleiten. Übermittle jetzt die Befehlscodes. Gute Idee. Wirklich schade, dass das Signal blockiert wurde. Trainer, hier spricht Shepard. Bereiten Sie einen Notstart der Normandy vor. Wir ziehen ab. Ich übermittle jetzt die Befehlscodes. Verstanden. Wird erledigt. Bitte was? Oh Leute, ich hab hier gerade gekleckert wie irre, ich bin so früh wieder da. Dann, niemand nimmt mein Schiff. Eher friert die Hölle zu, bevor jemand mein Schiff stiehlt. Ich stehle es nicht, wenn ich Sie bin.
Alle hinrichten. Der Shepard-Kult endet hier und jetzt. Kult, sagt er. Wie dumm. Viel zu lang rumgestanden. Fortfahren. Viel zu lang rumgestanden. Nein! Wo sind die anderen? Oh. Alter, das kann nicht wahr sein hier. Was nehme ich denn da? Was ist denn mit unserer Claymore? Wieso nutze ich die denn nicht? Das ist doch keine Pumpgun, ne? Was ist denn die Claymore nochmal? Ah, verdammt. Sind noch alle da? Wo sind die anderen? Alter. Wo ist die Claymore? Warte mal. Mantis? Katan? Hä? Wo sind diese? Maschinenpistole? Alter, was ist denn das? Klippt doch nicht da! Oh, was klippt der denn da?
Wer sich mit Shepard anlegt, kriegt es mit mir zu tun. Wo ist der andere Sich hin? Er rückt in die Archive vor. Gruppen zusammenhalten. Team Mako, Sie bilden die Vorhut. Jawohl. Was für ein... Was ist ein Mako? Etwas, das wir jetzt gut gebrauchen können. Team Hammer, Sie übernehmen die Flanke. Verstanden. Und der Mako ist dem Hammer in nichts überlegen. Ich glaub doch, oder? Oh. Stim. Warte mal, der Hammer... Der Mako war ja der... Willkommen in den Citadel-Archiven. Alle Besucher benötigen eine Erlaubnis des Rats, um Zugang zu erhalten. Ihr Zugang zu den Forschungsnischen ist auf die regulären Öffnungszeiten beschränkt. Der Mako war doch das Fahrgerät, ne? Oder? Der Medigear ist natürlich auch immer gut. Zeitpunkt ist alles möglich. Sie meinen, wie rauszufinden, dass Sie einen Klon haben? Ich möchte nicht darüber... Das kann ich gut verstehen. Bitte. Zumindest nicht, bis jeder ein wenig Alkohol konsumiert hat. Okay, und wie wollen wir hier drin was finden? Cliff? Ja, Commander. Spür das Ziel auf und halte mich über seine Position auf dem Laufenden. Um was für ein Ziel handelt es sich? Es sieht aus wie ich. Dann habe ich das Ziel gefunden. Nein, Cliff, ich bin's nicht. Und jetzt los. Sofort, Commander. Es sieht aus wie ich, dann habe ich's gefunden. Sucht er irgendwelche Logbücher von uns oder so? Kann das sein? Alleine oder was? Ah, ne. Der Weg ist da. Wenn Sie jetzt in die Kammer gehen, können wir Sie rüberbringen. Liegt hier noch irgendwas? Nee. Alleine? M7 Lenker, okay. Das erste Zusammentreffen von meinem Volk und ihrem Schiff. Natürlich ging das nicht ohne Kurs. Commander, Ihr anderes Ich ist 200 Meter vor uns und sucht etwas. Verstanden. Ein Kampf gegen den eigenen Klon. Das ist ziemlich verrückt. Selbst ja, ein bisschen. Das wäre ziemlich praktisch. Sobald der Klon physikalisch beherrscht wird, könnte man ihm unangenehme Aufgaben zuweisen. Wie ein persönlicher Buddy. Ich will nicht drüber reden. Genau. Das soll auch Ihr Klon sein. Hä? Klar.
Es sieht so aus, als könnten wir sie über die Röhren umgehen. Dauert mir zu lang irgendwie. Ja. Sind unterwegs.